Okay, lass uns zum Schluss. Also, ich habe noch eine Demo zu einem Spiel, das ich fand, sah sehr interessant aus. Und ich kann nicht einschätzen, wie lang die Demo ist. Deswegen gucken wir einfach mal. Und wenn es eine längere Demo ist, spielen wir nur noch die. Und wenn es eine kürzere ist, habe ich vielleicht noch was anderes für euch danach. Aber dieses Game heißt Never Forgotten und ist auch eine Demo, wie gesagt. Never Forgotten. Das ist ein, ja, auch so ein Horror-Game, logischerweise. Ist aber ein pixelated... Ach, guckt einfach selbst. Guckt einfach selbst. Wir gucken jetzt rein. Da will ich hin. Bin ich in der Tat, hat mir YouTube ein Video vorgeschlagen von dem Devlog des Entwicklers. Und ich hab da kurz... Oh, Flashing Lights Warning, by the way. Ich würde es gerne capturen, wenn es geht. Da. ZEQ. Gamepad, nee, haben wir gerade nicht. Also hätte ich aber nicht angeschlossen. Geht es, wenn ich es anschließe? Guck, ob das geht. Ja, random über das Devlog des Entwicklers gestoßen. Der hat so kurz erzählt. Fand ich sympathisch. Da dachte ich mir, komm, letzte runter. Gucken, ob das auf Anhieb geht. Weil wenn das so ein Game ist, dann würde ich es auch nehmen. Ich gucke mal, ob ich das vielleicht einmal neu starte und dann geht's. Wenn nicht, spielen wir auch gerne mit Maus und Keyboard. This icon indicates saving. Das sah so ein bisschen aus in der Mischung aus Gaster und einem Dark Souls 2 Humanity-Ding, interessanterweise. Das muss ich irgendwie anhaken, Gamepad, und dann geht's erst. Es geht gar nichts mehr. Okay, das geht halt, aber ich kann irgendwie nix bestätigen, so, also. Ja, da jetzt ging's. Hä? I'm very confused. Warum ging das gerade ganz kurz? Jetzt geht's. Hä? Komisch. Weird. Okay. Ich glaube, Controller geht nicht ganz so gut. Allgemein lässt sich das Menü nicht so toll steuern. Ja? Manchmal hängt es einfach. Drück nach unten. Ja. Okay, hoffen wir, dass das Menü jetzt so ein bisschen geleckt hat. Augenblick mal. Das war sogar, ich würde sagen, sogar die Hauptursache, warum ich mir das Game runtergeladen habe.
Oh, die macht Auge, ey. Okay. Weil der Pixel Art war echt beeindruckend. Oh, deswegen ging das die ganze Zeit nicht. Ja, weil, okay. Weil, sobald der Controller eingesteckt ist, denkt er, ich würde durchgehend nach rechts drücken. Okay, na gut. Ja gut, na gut, okay. Das habe ich manchmal. Ich würde nicht mal sagen, dass mein Controller einen Drift hat, aber die Dead Zone ist einfach wahrscheinlich nicht sauber konfiguriert. Auflösungsänderung, okay. Ich habe wirklich so ein Ding für ein Horrorgame mit einer guten Pixelgrafik. Gerade wenn es sehr simpel gehalten ist. Hallo? Okay. Gehen wir da in die Tentakelmasse rein. A massive flash is blocking the way. There seems to be an outstretched vein grasping for something. Ich meine, ich erinnere nur an Mortis Game. Das hat nicht mal überaus gute Pixelgrafik, bis auf in den Cutscenes und so. Aber da war es halt die gute Atmosphäre. War da links gerade eine Ratte, die gestorben ist? Kicking up the pile of dirt will reveal the hole. Oh. Oh, ich wollte gar nicht direkt da rein. Ich dachte, das wäre so ein Bonus-Ding, aber hier ist es zu wahrscheinlich, ne? This looks like our old house. This looks like our old house. God damn it. Why doesn't it have any windows? Like our old house. Our old house. Sag das mal 10-mal schnell nacheinander. It looks like the flesh has formed around the hole. I can't get close enough to see what's down there. Überall Fleisch, ey. More flesh forming around the hole in the floor. I can't get close enough to see what's down there. Oh, noch mehr Fleisch. A mound of flesh is blocking the way. Looks like a body is bound to the flesh. Its neck is sticking out of the wall. Eher unangenehm, würde ich sagen. A mound of flesh is blocking the way. There's some sort of concave altar in the center. Concave altar. Maybe something goes in there? Gerade da das so simple Pixelgrafik ist, erlaubt das einem das Gehirn so ein bisschen das Bild wahrscheinlich dir schlimmer vorzustellen, wie es eigentlich ist für unseren Protagonisten, als wenn wir hochauflösende Grafik hätten wahrscheinlich. Picked up a vial of blood from the hole. It never left me. I pick up a vial of blood from the hole. It never left me? I unlocked the hatch at the top of the ladder. Oh. Okay. I turned off the lamp. Das ist eine schlechte Idee wahrscheinlich. Despite its showing age, the bed still looks quite comfortable. I picked up an empty picture frame sitting on top of the wardrobe. It's a bit dusty. And it's missing its photo. Oh, es ist echt schwierig, wenn der Text so von in beide Richtungen wächst. Dann musst du quasi warten, bis der fertig gewachsen ist, bevor du lesen kannst. A giant bunny plush with an X-shaped nose. It's very soft and still has that
fruity smell too. Fruity? Fruchtig? Warum riecht der Hase fruchtig? It's a poster from a cyberpunk knight gripping a red katana. Sieht man. A close hamper with a handful of my socks and shirts piling at the bottom. Da kamen wir her? Der hat alles. Ja. The door won't budge. It must be blocked by something from the other side. Da unten ein Baum? Aber so Pixel Art technisch finde ich echt sehr hübsch. Die perfekte Form von simpel. Kommt da das Ding rein? Ich denke irgendwie, was ist das nochmal? Q, E? Nee, E ist ja benutzen. Tab, Inventar. A vial containing dark dried blood. Oh, HP 6 von 10, Attack 1, Defense 0, Essence 9? Key Inventory. Empty Picture Frame, okay. 10 ist zurück. Achso, ich habe nicht versucht, das Blut da reinzumachen, aber ich schätze mal nicht, dass das geht. Oh, das ist Heilung. Oh, das war Heilung. Okay, das war nicht klar. Das war nicht klar, dass es Heilung war. Ich dachte, das wäre mehr so ein... mehr so ein Schlüsselgegenstand. Hi. Wir bekämpfen das Ding. Das 20 Meter Schlo... Okay. Fight. Creature. Hat auch nur 8 von 20 HP. Oh, it's barely clinging to life. Okay, das ist schon fast am Sterben. Confirm. Yes, do it. Do the thing. Punch. Go. Put... yes. Nee. Yes. Attack. Do a thing. Enter. Q, B. Hm. Hm. X, was ich drücke, macht irgendwas. Ich kann es nicht auswählen? Oder kann bestätigen nicht auswählen? Ich habe es vielleicht eben abgefuckt, indem ich dem Game gesagt habe, ich spiele mit Controller, mach's aber eigentlich nicht. Maybe that was bad. Ich weiß es noch nicht. Doch, ich weiß es wahrscheinlich jetzt. Und alle anderen Knöpfe, die ich habe. Oh, irgendwas habe ich gemacht. The fuck just happened? Okay. Wie zur Hölle habe ich es gerade ausgewählt? Dieses Monster. Oh, T? Ich da irgendwas drücken oder so? Das Kampfsystem hat ein bisschen was von, also unsere Seite zumindest hat was von Everhood, so ein bisschen. So T ist, nee, ist nicht T, R? Z. Ah.
Okay, das hat ein bisschen gebraucht. Battle one. I feel a weight pushing me down. A quiver runs down a creature's neck as it passes. I feel weaker. What do you mean you feel weaker? Das ist nicht, dass so funktionieren RPGs nicht. Du wirst stärker mit kämpfen, nicht schwächer. Ich habe maximal HP verloren. Okay. Das ist interessant. Aber ich habe Essence mehr. Das ist gut, oder? Oh. Nein. Everything felt empty after she was gone. I had a hard time going into her room after that. I had to keep reminding myself that she wanted me to keep going. She wanted me to. Saving. Okay. Es wird sehr schnell, sehr deprimierend. I don't have to search this, so why am I thinking about searching it? Was nicht? Gigantischer Fleischpenis? Ach komm, das ist ja wohl ein gigantischer Fleischpenis. Warum ragt der aus dem Boden? Will ich's wissen? Ich gehe jetzt einfach wieder. Was ganz cool ist, dass ich hätte eigentlich eben sagen sollen, als sie davor gestanden haben, aber dass die Bank quasi so aus dem Blickwinkel auf das Haus geguckt hat, in dem wir eben drin waren, mit dem ganzen Fleischgedöns drumherum. Schätze ich zumindest mal. Weil, Snapping the flimsy branches reeled a way forward. Nee, das wäre so ein bisschen die. Okay. Ich führe meinen Gedanken gleich zu Ende. I remember feeling like my world was falling apart. I didn't know what to do, how to react. She just told me to keep going. Okay. Das war einladend. A web of flesh is blocking the path. There's a thin vein pulsating on the surface of one of the tendrils. Maybe I could cut it. Aber ich habe kein Kutensilium. There seems to be a hole in the tree trunk. It looks like there's something shiny inside. I picked up a vial of substance from the hole. It looks a bit ominous. Substance, you say, eh? Vial containing some sort of pitch black substance. It pulsating slowly. Ja, use wahrscheinlich. Da habe ich einfach 3 AP verloren. Cool. Ich dachte, ich würde Essence bekommen dadurch vielleicht. Na gut. Okay. Picked up a knife lodged in the tree stump. Ist da runter? Da geht's runter. Picked up a knife blade from the blood-stained floor. Okay.
nicht mit gerechnet unbedingt. Oh. I picked up a vial of blood that was under the bed. Okay, jetzt heile ich mich gerade wieder. Wahrscheinlich voll jetzt. Yay. Yeah. Cool. Verschwendung von Gegenständen. Yay. Aber jetzt habe ich ein Knife Handle, Knife Blades. I mean, sure. Oh, Combine, das ist ein eigener Knopf. Kniefe. This should be capable of cutting through thin layers at least. There must be something around here I can use it on. I don't feel comfortable carrying it around. I mean, je nachdem, was bei dir gerade so abgeht, wäre es halt schon so praktisch, so ein Messer, oder? Ist jetzt nicht zu übertrieben. A web of flesh is blocking the path. There's a thin vein. Yes. Do it. Oder? Ich glaube, das ist nicht übertrieben. Oh, equip. Equip. Z. So, so dann? Nee. Doch. I used a knife to cut the exposed veins. That didn't feel right. I mean... Oh. I picked up a small photo was clutched in the left hand of the corpse. Könnten wir auch gerade mal schon mal kombinieren. X. Damit. The frame contained a faded photo of three people. Us. The frame wasn't meant for this photo though. I mean, ja, ist aber nicht so tragisch jetzt, ne? Dinge passen nicht immer 100% zusammen, wie man es erwartet. Das ist aber in Ordnung. This was their tree. This looks like the stump of her tree. Her tree? Their tree. Deren Baum und ihr Baum. Okay. Obwohl, muss ich nicht wirklich. Könnt zurückgehen? Ah, warte. Das Bild kommt jetzt vielleicht auf diesen Altar drauf. Schätze ich mal. Fleischaltar. Warum Fleischaltar? equip. Und use. Yeah. I used the picture frame by placing it in the altar. The flesh quivered as it grasped the object before finally relinquishing itself. Relinquishing itself. Relinquish? A mound of flesh. A large tendril is clutching the branch. I can't seem to pull it from its grasp. I picked up a dark orb by pulling it from the center of the tree. I feel uneasy, like a heavy weight is pushing me down. I feel weaker. Nice. 8 HP. Picked up a bright chunk from the foot of the tree. It looks like my tree. Dark orb, bright chunk. A bright chunk of something. It's burning hot. There's obscure images swirling around inside. They both looked so much happier than... Was, worüber reden wir? Dark Orb. Das ist mir ein Ring eigentlich. Ein Ring mit einem Diamant drauf oder so? Nicht unbedingt, aber irgendwas ist da drauf. Das ist der Orb, der einfach schwarz in der Mitte ist und es ist einfach Energie drumherum. Kann auch sein.
macht vielleicht mehr Sinn. A cold pitch black orb with a bright, ja, bright and dark crystals forming at the top. The orb looks like the ones from those guiding flames. A cold pitch black orb with bright and dark crystals forming on the top. The orbs look like the ones from those guiding flames. Okay. 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 The mother gifted her. The mother gifted to her dearest child a life of love and comfort at a cost of her own. The child, with nothing else to offer, shared their unwavering love until the very last moment. I used a bright chunk by placing at the foot of the tree. A warmth overcame my body. Though I still feel heavy with my own weight, I haven't done enough for her. Okay. Und jetzt den dunklen Ort bei mir vielleicht hin? Oh ja. I used a dark orb by placing it in the center of the tree. Strings of flesh grasp hold of it. I picked up a branch from the flesh mount. Ast. Yay. Oh, das ist weg, das da, nice. Body's limp. The door to my room. Sind wir auch nur hier? Und ich will gewonnen dadurch. Turn off the lamp. Geh schlafen. I don't feel the need to rest, however. Okay. Und jetzt? Ist das da neu? Nicht wirklich. Jetzt ein Ast. Mag das Alien-Fleisch-Tentakel-Ding vielleicht einen Ast haben? Ist ja so. Nicht das Nützlichste. Like, hier sind überall Bäume. Ich hätte mir auch einen abbrechen können. Ich habe mir einen abgebrochen quasi, aber ne, ihr wisst schon. It's a sturdy branch I got from the Mount of Flesh. Maybe it could give it to the tendril from the flesh mass back in the center of this area. Warum? Warum will der Ast haben? Okay. I used a branch to clear the way. The outstretched vein clutched it tightly before relinquishing itself. That what would it want with a tree branch? Ja, meine Gedanken. Du sprichst sie aus. Hi! I require lasagna. So, die ganze Grafik erinnert mich ein bisschen an die Eldritch Garfields Artworks, die es so stellenweise gibt's. Flesh appears to be wrapped around something, though I can't tell what it is. Like, was sind diese Feuer? Okay, wir sind nicht im Kreis gelaufen. I needed to pack my things after. They were coming to collect their stuff as well. I didn't want to be home when they got here, but I couldn't leave. I didn't think what I was going to say would hurt them so much.
I should have apologized afterwards. I don't know why I didn't. I just kept going in spite of it. Ein Baseballschläger? Ein Cricketschläger? Oh, das ist eine Tür. Oder so, okay. Ein Tor? Irgendwie, irgendwas ist es. Two trees, one of east, one of west, provide each with comfort and the flesh will relinquish itself. This was my tree. Looks like the flesh is trying to strangle it. The tree. I can't do anything with the flesh wrapped around it. Von oben geht's ja nicht weiter wahrscheinlich. Also das ist Tor von vorne wahrscheinlich. Und links und rechts ist das Tor von der Seite. Okay. The gate won't open and there doesn't seem to be a keyhole. Noch ein Haus, das gleiche Haus. This tree lodged a memoir which played a soothing melody, one it cherished. This tree longed for a memory which played a soothing melody, one it cherished. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon so lange live bin, aber lesen ist, ich komme gerade nur Brei raus. Oder ist es ein bisschen komisch geschrieben? Manchmal merke ich auch, dass je nachdem, welche Schrift, also ohne jetzt meine mangelnde Lesefähigkeit entschuldigen zu wollen, aber je nachdem, welche Schriftart gewählt ist, merke ich manchmal, dass ich mehr oder weniger Stress habe beim Lesen. This is our old house again. How did it get up here? Weniger Fleisch diesmal drin. Their stuff. A bunch of her books, vinyls and old photos. I was supposed to clear the shelf. Didn't do it. Didn't clear the shelf. The television doesn't seem to have any power. Our old couch and cushions are enveloped in a thick coat of dust. It's a bunch of old movies. There were the ones I was taking. These were the ones I was taking. Okay. Wow. Also irgendwas ist passiert. I picked up a photo after scrounging through the box. They wanted to take this with them. Okay. Irgendeine Konstellation aus drei Personen. Mann, Frau, Kind. Und irgendwas ist passiert. Und er ist schuld und gibt sich schuld. Und hatten eben schon Mutter und Tochter. Und aber ich kann noch kein so Gesamtbild greifen, neben den ganzen Puzzleteilen, die wir jetzt haben. The top drawer seems to be locked. There is an engraving on the leaf of a leaf on the lock. Blattschlüssel. Oh, unser Raum. Lamp's broken. Oh no. It's a pile of crumbled trash surrounded by a sea of crumbs. Crumbs festering with dust. Old junk. Don't feel like resting. These sheets need to be rushed anyways. I picked up a record disc from the drawer. Guess I hadn't packed it away yet. The clothes hamper is filled with my dirty clothes.
There's no telling how long these have sat here. Red cubes of death. Okay. Da so dran gucken an das Bild da oben. Ja, das ist Bett. Wird's damit interagiert? It's mostly empty, aside of a few shirts. Okay, ist ein Schrank von hinten wahrscheinlich, die wir gerade sehen. Was mit dir? Oh, das ist ein Kampf. It doesn't like the way... I don't like the way it is staring at me. It seems hesitant. Fight. Living mass. Wow. Good. Good job, me. Ja, du, ich habe Everhood gespielt. Kein Ding. Aber ich habe trotzdem einmal getroffen, glaube ich. Bam. Battle won. I feel a weight pushing me down. Yay. Aber ich habe keine Max-HP verloren. Zumindest. Oh. I picked up a worn record disc from the record player. It's a record player. Still seems to be working condition. Aber wir haben noch eine CD aufgehoben hier, oder? Record disc. Worn record disc. Kann man den nicht jetzt auch spielen? I placed a worn record disc on a record player and adjusting the needle to the start of the record. Play. Oh, fuck. Kam da was schon? Extrem leise. Das war's anscheinend. Es war, ne? Das scheint immer das Gleiche zu sein. Okay, das andere Mal. Record Disc. Okay, jetzt nicht mehr. Ich wollte eben sagen, der Anfang hat mich noch so einen Oldschool-Minecraft-Track. Hm. Hätte ruhig weiterlaufen können hier draußen. Macht das den Baum happy? Kann man den mitnehmen vielleicht wieder? Oder was ist jetzt der Deal damit?
Vielleicht macht es die Tentakel hier fröhlich, wenn die das hören. Und dann ist der Baum draußen gechillt. Vielleicht geht es so. Ups, sorry. Oh, jetzt auch weiter, ne? Oh. Snapping the tricks revealed the way. Boom. It's her tree. I picked up a key hidden in a small crevice. This looks like the key to the basement, but I haven't seen an entrance anywhere around here. Wie viel so baumbezogene Sachen im Spiel einfach. So alles hat mit Bäumen zu tun. Bäume oder Tentakeln. Blood bag behind the tree. Was wohl die Signifikanz von Baum und Fleisch und Tentakeln, Natürliches und Korruption da. What's the deal? Oh, ist das schlimmer als vorher, oder? This is my tree. Looks like the flesh is trying to strangle it. Das ist wie eben, genau. Hm. The remnants of flesh and warmth emanate from within the maze. The path to both is led by the barren stumps. Okay. Okay, ich bin mal random einfach diesen Stümpfen jetzt gefolgt. Picked up a clump of hot charcoal from a pile of burned wood. Burning my hands in the process. Ouch. Ja, also wenn du heiße Kohlen anfasst, dann bist du auch irgendwie selber schuld, ne? Oh. It's a lump of my tree. There appears to be shards of something sticking out the top. Picked up dark shard from a small tree stump. Ja, ein bisschen out of bounds hier gefühlt. Aber nee, das ist so geplant anscheinend. Noch so ein Geist. This tree longed for the embrace of warm flesh, which could remedy the colds. Vielleicht ist es gut, dass der Baum von Fleisch umgeben ist. I placed my hand against the tree. It's cold. Irgendwas machen dagegen? Bag of blood, dark shard. A translucent small shard of something. What I can make out to be veins appear to be pulsating from within. Okay. Photo, worn disc, key, clump of hot charcoal. I'm in immense pain. I placed the clump of hot charcoal on that tree. I need something that can warp around it. I can't place the hot clay. Okay. Du musst die Kohle quasi irgendwie festbinden. Aber wir haben noch nichts, um das festzubinden. I picked up a rusted blade lodged in the stump. Rusted blade ist nicht so, glaube ich, die beste. A poorly aged axe blade must have been lodged in that stump for a while. I don't like how I found it right by the tree, though. Wir müssen da nicht ein Loch reinhämmern, oder? Das kann es ja nicht sein. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Geh mal weiter gucken. Vielleicht finde ich noch mehr.
Was haben wir hier zum Beispiel? Isle of Blood, okay. Victimless String of Flesh wrapped around the stump. It's almost looked abandoned. Zurückgelassenes Fleisch. Kennt man. Ständig im Wald. Überall ist zurückgelassenes Fleisch. Das ist ekelhaft. Another vial of blood. Bin ich hier wieder, okay. Also mit dem Fleisch und der Kohle müsst mal was machen können. Nope. Geh weg. Hey. Big move. Und deswegen streiche ich die großen Streamer-Bugs, würde ich sagen. Streamer-Bugs ein. Wenn ich reden könnte, dann wäre das so. Aber ich kann nicht reden, deswegen kriege ich die mittelgroßen Streamer-Bugs. Cold String of Flash. Können das die beiden vielleicht kombinieren? Nenne ich die? Quatsch. Die. Und die? Yes. Warm String of Flash. Use here, yes. I placed a warm string of flesh around their tree. Its arms clung tightly. It feels like something changed. I think I'm done here. I'm done here. Okay, ich gehe wieder. Jetzt mal einen. Ist auch falsch. Warte mal, hier ist ja. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Bright Shard mit D. Da wollte ich gar nicht lang. Ich glaube, ich muss hier lang. Für zurück. Genau. So, die eine Seite ist jetzt happy. Der Baum hier. There's an indent. In the inside of the tree, I think I could lodge something sharp in there. Okay, könntest du, warum? Da kann man einen Grund dafür. I placed a rusted plate in the indent. I don't feel good about this. Yeah, me neither. Warum soll ich da irgendwie... Weiß nicht. There's a slit through the center of the tree. Looks like it fits something thin through there. Vielleicht da. Can't place rusted plate. It doesn't fit. Okay. Wir hätten aber auch den... Never mind, das haben wir nicht. Das sagt auch nicht so viel aus jetzt. Da war ich. Hier läuft der Song noch, aber das macht irgendwie auch nichts. Wir könnten die andere nochmal spielen. Vielleicht macht das irgendwas, aber ich glaube es ja fast nicht. Looks like the key to the basement. Oh, leaf symbol. Warte mal. Ich habe ja, warte mal. Ich weiß doch, wo ein Leaf-Symbol-Schlüssel hin muss. I used the key to unlock the top drawer. That's strange. I thought this key was just from the basement. Picked up a needle from a mess of
prescription drugs in the top drawer. I didn't know she needed all of this. All of this. Ganzen Nadeln. Was etwa? Zucker vielleicht, die Frau. Genau, there's a slit. Needle. Containing a large clump of pitch black pulsating substance. Achso, ist aber nichts, was ich jetzt... Ich dachte, ich könnte jetzt... use. Ne, ich kann es nur... Ne. Wenn ich use, dann packe ich es in meinen Arm, nicht in den Baum, wahrscheinlich. Bag of blood. Small shot of something. Bright shard. Small shard of something. It shines brightly. Use. Das hat meine Verteidigung erhöht um 1. Kann das sein? Dark shard. Use. Attack plus 1. Okay. Black pulsating substance. Das ist nicht so gut, oder? Ich glaube, Black Pulsating Substance ist nichts, was wir irgendwie in an uns machen wollen. In oder an uns. Weder noch. Aber hier ist ja auch nichts mehr. Irgendwas müssen wir noch reinmachen in diesen Baum. Es schien so offensichtlich, dass wir jetzt die Nadel und den Baum und so benutzen. Jetzt ziehen wir nochmal an. Die alte Scheibe quasi. Und so eine Schallplatte in den Baum zu hängen, macht ja auch nicht wirklich viel Sinn, oder? Ja. Never mind. I placed a record disc in the slit, adjusting it so it fits tightly. I feel like something changed. I think I'm done here, okay. Du hast jetzt ihre Schallplatte in den Baum gesteckt. Ist das gut? There's a slit through the center of the tree. Looks like I can fit something thin through. Maybe another record goes here. Okay. Oh, die andere ist noch in der, okay. Wir haben beide nicht gebraucht, quasi. Oder beide müssen nicht spielen. Sondern beide müssen in Bäume rein. Was er mit Schallplatten also tut. Items da. So. Okay. Did that? Ja, ich kann dann nur das Rusted Plate anmachen, ne? Oder das Foto? Das macht eigentlich keinen Sinn, ne? I can't place the photo in the indent. It can't lodge it in there. Maybe something sharper? Dann das Knife.
I placed a rusted blade in the indent. I don't feel good about this. Aber irgendwas passierte dann. Bad Ending. Rostiges Ende freigeschaltet. I'll need to keep going. The gates. Was ist denn? Was war denn das hier jetzt? I'm sorry. Es haben beide Bäume abgefuckt. Das ist cool. Schätze ich. Saving. Einfach beide Horror-Game-Demos, die wir heute Abend gespielt haben, heute Morgen gespielt haben. So eine Stunde lang war ungefähr. I have to keep going. Also ich beschwere mich gar nicht. Ich sag ja immer, so ein Horror-Game, das eine Stunde lang ist, ist eigentlich oft eine gute, perfekte Länge. Fleischklumpen, okay. Zur Hölle geht dann hier ab. Wir sagen so, also gar nichts dazu. Oh, Bag of Blood. Nö, sagt nichts dazu. Fleischklumpen. Nicht. Was für abgefuckte Träume? Halluzinationen? Traumata? Bewältigungs-Dinge? Hast du denn bei dir vorgehen, dass alles irgendwie Fleischhaufen sind? Everything feels so cold. Amalgamation. It's bound to a mound of flesh. Incapable of moving. Looks like distraught. Distraught, okay. Easy. Ich habe Undertale gespielt. Ich habe Everwood gespielt. Kannst mir gar nichts. Nicht perfekt, aber hat gereicht, oder? Oh, ne, jetzt nicht gereicht. Oh. Da habe ich einfach nicht gemerkt, wo der Schaden herkommt. Aber cool, dass wir verschiedene Moves haben. Battle One. Sorry, I shouldn't have let this happen. I feel a heavy weight pushing me down. I feel I should try that blocked pain. Path. I should try that blocked path I passed by. I feel weaker. Aber they were gone. Was ist gone? Was sehe ich hier? Kontext. Jetzt, nee, hier ist immer noch zu. Ah, links wahrscheinlich jetzt hier. Yep. Giant Pickle is now gone. It was a gift from them. They still sent me a birthday gift. This long. This is from long ago, before she passed. We didn't like whenever I spoke of them. He didn't like whenever I spoke of them, so I just stopped bringing them up. I kept going. I didn't know why, but I did. So kein Kontext für irgendwas ist passiert. Aber ich schätze da, du musst mal das ganze Spiel halt spielen. More flesh. There's a tree. There are tree branches growing out of it.
Okay. Ich glaube, Fleischhaufen hat Haus mehr als nur eingenommen. Metal Bar from the Dumpster. Ist das eine Waffe oder was ist das? Looks sturdy. Vielleicht als Crowbar einsetzen. I moved in with him after she passed. We never talked much before that. He wasn't horrible. I didn't hate him. It was just that I was so alone in this house. Could have never really called it a home. Ich muss sagen, heute gibt es richtig viel Game für die Demos, ja. Also kann man nicht meckern, so jeweils eine Stunde, wie gesagt. Bin ich, oh Jesus, Türen. Bin ich vollkommen fein mit. I can't use the metal bar to unlock the door, I need the key, okay. Door won't open, there's no keyhole. Looks exactly like the bottom center one. Also locked without a keyhole, okay. Was sind Zellen das hier? Vielleicht weil er sich in dem Haus gefühlt hat wie eingesperrt. There isn't anything in the toilet bowl aside. From a dark liquid pooling at the bottom. Its surface enveloping a mold. I picked up a vial of blood from the tank. There was hidden inside. Also wir finden sehr viel Heilung und Kämpfe sind nicht so schwer. The sink doesn't appear to be working. Typical. There's only underwear and socks in the top drawer. I don't need either. Ooh. I used a metal bar to pry open the top drawer. Vial of bloods. Suppose I'm a cyberpunk knight. Das ist unser Schlafzimmer, weil cyberpunk knights? A wire from underneath the pillow. Where I used to keep it. Das ist dein? Okay. Du hast ein Draht unter deinem Kopfkissen. Bin so froh, dass es wieder richtige Demos gibt und nicht mehr dieses Pre-Order Now for Beta Access. Ich glaube, AAA-Games machen das immer noch ab und zu, aber es wird seltener. Oder nicht AAA-Games, aber geldgeile Games machen das ab und zu immer noch. Und ich glaube, viele kleinere Games haben das gut vorgelegt, dass das nicht unbedingt die beste Strategie ist. There's an object lodged in the bottom of the bowl. I'm not able to reach it with my hands. I need something long. Also a hook onto it. There is a mess of flesh in the sink. Thin veins are exposed on the surface with a tendril. I need something sharp to cut them. Das ist im AAA-Bereich, gibt es wieder mehr Demos. Ja, das ist richtig. Es kommt auf jeden Fall wieder mehr in Mode, das ist schon richtig. I like that very much. I gave up trying to hide it. What? There's something behind this mass of flesh. Though I can't get to it, I should look for a way to get rid of the flesh. I don't think I'll be able to cut it directly. It's a bit too thick. Too thick. Bin ich rausgegangen, sollte ich auch nicht. Okay. The bed is well worn. There's a hollow indent in the center of a plate where a plate might go. There's also a single line etched into the base. Picked up a sapling plate from the plate holder.
There's a hollow indent, also a marking scratched out on the base. A marking. Also da sind so ein paar Punkte. Hier ist eine 4. Some sort of plate holder. The holder can't remove the plate from this one. The artwork on the plate depicts a dead tree. And the holder is marked with a 4. Dead tree is 4, okay. Picked up soil from the plate holder. There's a hollow in the center. Might go is also a marking scratch on the base. Es ist 1, 2, 3, 4. Das ist eine Uhr abgebildet. Das ist im Uhrzeigersinn wahrscheinlich, oder? Wenn eine Uhr da oben ist, würde ich sagen, es ist Uhrzeigersinn. Das ist ja 1. 1, 2, 4, what? Nee, das kann fast nicht sein. Deswegen kommen sie jetzt alle jetzt mit Pre-Order now for Early Access. Du kannst einfach nur ein paar Tage vor Release spielen. Pff, wenn du so scharf drauf bist, ist halt ganz, ganz effektiv, sage ich mal, um den Hype der Streamer abzufarmen. Das machst du ja im Endeffekt. Inzwischen haben ja viele Entwickler sehr, würde ich sagen, sehr viel Blut gerochen, Geld gerochen, indem sie einfach ihre Spiele mehr für Streamer entwickeln als alles andere. Und nicht mal unbedingt wirklich für normale Zocker. Also schon, aber nicht ausschließlich. Wir haben Sapling, a ceramic plate with an artwork on the center. The artwork depicts a sapling emerging from soil. Depicts some soil. Also wir müssten quasi wahrscheinlich Soil kommt auf 1, Sapling kommt auf 2 und noch eine Baumplatte, die haben wir noch nicht. Oh, I can't seem to open it. There's something blocking it from the other side. Wir sind jetzt hier gefangen, no. Wir bräuchten halt einen Haken irgendwie. Oh, needing to use a bit of force, I managed to open the bottom drawer. There was a letter inside. It was addressed to them. And they never give it to them. I wrote it after she passed, but never muttered up the courage to send it. I should have sent it? Glaube ich. Ich habe ja hier an dem Wire. Oh, with an end. Wait, a long piece of metal cloth hanger with an end I shaped into a hook. Oh, it's too dull by now to cut anything, though I still feel uncomfortable holding it. Oh, das ist ja, das reicht ja schon. Wir können damit schon ausholen. I can use the wire to... Nee, das meine ich nicht. Da aus dem Klo raus, ne? I use the wire to unlodge the object that floats on top. I pick up the razor from the toilet bowl. I'll be able to cut it directly a bit. I don't think I'll be able to cut it directly. Okay, wozu brauchen wir dann das, den Razor nochmal? Razor. Vielleicht hier das da? Looks like there's a hatch in the corner, but its flash is blocking the way. It doesn't look like I'm able to cut it either. Give up trying to hide it. So bräuchten wir jetzt ein Rasiermesser. Hm.
Hab's equipped, ja, habe ich, okay. Vielleicht hier irgendwas zerschneiden? The bed is well worn. Okay. Das gleiche wie eben. You can use the razor to unlock the door. I need the key. Should be somewhere around here. Sagst du es einfach so? Was mache ich denn jetzt mit dem Razor? My shoddy old razor. The blade's a bit dull, but it's sharp enough to cut through thin layers at least. Thin layers of what? Next to my bed. Klo. Thin layers of Klo. Oh, I use the thin razor to cut the veins. I don't feel good about this. Nur die veins? Da drin? Okay. Oh, ist sie aufgegangen. Oh. Oh. Okay. Husk. I just wanted him to care about me, but all he could muster was an effort to barely equivalent of that of a bare minimum. Food and roof over my head. Okay. Da musst du wirklich schon sehr genau treffen, die einzelnen Positionen. Die Hitbox quasi von dem Feind zu erkennen, wo genau quasi der Trefferpunkt ist. Du musst dann genau in der Mitte von dem. Da muss man dem recht spät drücken, wahrscheinlich der Kopf musst du treffen. Ob so, was habe ich Schaden bekommen? Bei dem Schaden bekommen. 4 AP noch. Das klären wir dann einfach. Ein bisschen später drücken und dann geht das. Yes. Battle 1. I feel a weight pushing me down. The surrounding flesh quivers as it passes. Looks like the way through the hedge is now cleansed. A sharp pain just shot through me. War sehr schlecht. I don't want to talk about it. I get it. Das ist cool. Noch 6 maximal AP. Ach du Scheiße. Kleine Heilung nochmal für unterwegs. Können jetzt dadurch. Ah, pick up the blossom plate from the ground. Und nochmal ein Speicherort. She wanted me to keep going. Wissen wir, sie wollt wirklich, dass du weitermachst. Und du hast weitergemacht. Einfach so hast du weitergemacht. Und ich bin sehr stolz auf dich. Da. Dann haben wir jetzt hier quasi Soil. Soil. Nummer 2 ist dann Sapling. Und Nummer 3 ist dann Blossom wahrscheinlich. I lost sight of what was important. If I only knew. I heard a metallic click echo throughout the hallway outside. Both of those doors must have unlocked. We did it! Okay, da ist das. Gut zu wissen.
I pushed her down, but something else took her place. I pushed her down, but something else took her place? Picked up a needle from the bed. Should get rid of this. She wouldn't want me to use it. Needle. Oh, es ist wieder Needle. Können wir was an einem Pfeil benutzen vielleicht und den damit Schaden machen? Oder weich dem aus? Pass auf. Picked up a bag from the ground. If I only knew I could put an end to this all. I picked up a bag of blood from the ground. If I only knew I could have put an end to all of this. Bro, what are you talking about? I don't get it. Picked up a key from the mass of flesh. It's a key from the basement. To the basement. To the basement. To the wall. Guck mal, den ganzen Feind wird ignoriert. Brauchen wir nicht. Oh ja. Wir haben den Key. Key. I used the key to unlock the door. I need to make sure I'm ready before I go there. Kriegen wir hin. Endboss. Demo Endboss. Let's go. Ja. Demo Endboss. Ja, okay, die Tür hat es ein bisschen eingefleischt. Eingefleischt, get it? Oh. It's the music box she gifted to me when they were younger. I wanted to bury the memories. I didn't know how else to cope. We can't do that anymore. I can't do that anymore. I can't let it. Not anymore. Oh, mein Angriff wieder auf 1 und meine Verteidigung auf 0. Withered Corpse, 37 HP. It never left me. Always I feel its presence. Just wanted to be myself again. I just want to look and see me. Okay. Ganz gut. Okay, ein bisschen früher. Ne? Ungefähr in der Mitte an dem Brustkorb müssen wir ungefähr Schaden machen. Shit. Uff. Das hat 3 Schaden gemacht. Kann man den Nadel an dem Feind anwenden? Oh. Ich habe mehr Max-AP jetzt, oder? Und ich habe 1 Max-AP verloren. Ne, Moment. ich wollte die eigentlich an dem Feind anwenden. Oh, 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 oh. Okay. Bruh. Oh, das ist eine Option. Das ist ja cool. Nicht mal Schaden machen jetzt. 4? Insgesamt nur 4? Bruh. 25 HP, ey. Okay, suddenly music. Es macht nicht viel Schaden, ist da. Bruh. Wir sind sau schnell. 2 AP. Item. Vial of Blood. Use. Ach, shit.
Ah. Hol wieder ein AP. Okay. Heftiger Bossfight, wirklich. Also da... Ich bin böse am Struggeln. Drei Schaden. Ach komm, da geht doch mehr, oder? Vier Schaden, okay. Da geht ein bisschen mehr. Die mag ich nicht wieder. Die sind schwer auszuweichen. Vier. Hat noch. Oh, Brother, Brother. No, 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 no. Ach, komm. Das ist sackschwer, ey. Gerade kannst du da schlimmer doch gar nichts machen. Yes, continue. Ach, Brother, wirklich das ganze Ding wieder. Okay, diesmal nicht die Nadel benutzen. Nadel nicht gut. Fights, diesmal einfach Volltreffer, jeder Schuss. Ja, gut, 4. Was? 4-0? Nee, ich habe 4-1-1 wahrscheinlich. 4-2-1-1. Auch nur. Wo ist der Schwachpunkt von dem Ding? Okay. Ah, ein bisschen weiter hinten. Also auch Richtung Kopf eher. Hasse ich das Ding, ey. Shut the fuck. Gut, das kann ich einigermaßen. Hätte ich nicht sagen sollen, dass da. Okay, trotzdem geht ganz gut. Ah, 5. Guck mal. Gut. Nicht gut. Vier? Ja, gib mir den Kampf, gib mir das, den Angriff. Vor allem so halt, wenn du einfach ins Leere angreifst, dann ist gut. Vier auch wieder. Es geht besser. Puh. Shit, ich hab's zu langsam. Oh, ich bin zu langsam. Ich glaube, bin ich schlecht, ey. Ach komm, ey. Ach, ja, komm, fuck off. Dieser dumme Angriff. Ey, was willst du denn da machen? Wer kann denn so schnell reagieren? Mal ganz ernsthaft. So. Hat noch 10 Schaden. Das geht's. Kriegen wir hin. 3. Nicht genug. Gut, gut, gut. Komm, mach mal 5 Schaden wieder. 5. Nice. Noch eine Runde.
möchtest. Gut. Aber es stimmt ja. 3 AP Schaden mache ich. 2 sogar nur. Yes. Yes! Battle 1. I feel an unbearing weight crushing me. Unbearable weight. The surrounding flesh quivers. It passes. I feel weaker. Maximal AP 1. It can't hurt me. Not anymore. I'm done here. There was that other path outside. 5 AP noch, ey. Warum habe ich Spritzen? Warum kann ich mein Maximal-HP verringern? Warum ist das eine Option, die ich habe? Goodbye, Fleischhaus. Mach's gut, Fleischhaus. Da geht's nicht weiter. Der Fleischturm. That fall nearly killed me. 1 HP. Ich habe noch ein bisschen Heilung. Ne? Bag of Blood. Use. Nice. Ah, okay. Thanks for playing the demo. Please consider wishlisting my game. If you have feedback, reach out to me. Yes. Also try inputting 0800 inside the game submenu on the menu. What? Also try inputting 0800 8135 inside the game submenu on the main menu. 8008135. Okay, warum? 8008135. Und jetzt? Hat Blanc gemacht. Und es hat Blanc gemacht. Komme ich hier wieder raus? Habe ich ganz viel Essence. Hä? Das hat irgendwie nichts gemacht. Das hat ein Geräusch gemacht. Jetzt ein neues Game starten müssen. Was anderes aufgepoppt, was ich gesehen habe. Ah. Fleischpenisturm immer noch. Stück. Irgendwo Bubis. Oh, das ist, da steht sogar Bubis. Das ist für. Das ist. Ja, okay. Okay. Also try inputting Bubis inside the. Ja, okay. Das hab ich nicht geschnallt jetzt gerade, Vanni. Oh, Cheat Menu. Oh, Greedy Mode, Pain Mode, God Mode, Kinda, Super Speed. Oh, what the fuck is. Greedy Mode. Activates Greedy Mode, in which you will be locked into an eternal greedy that cannot be escaped, no matter how hard you try, unless you just toggle this off. In which case, you would have escaped. Pain Mode.
Oh, Pain Mode, related difficult settings. All consumables have reduced effectiveness. All enemies have increased strength and essence. All enemy attacks are faster. Some enemies have new attacks. You can no longer survive death blows. All saves can only be used once. Damn. Cheat. Cheats God Mode, kinda. Raises your attack and defense to 999. Have fun. Not having fun. You noob. Angry face. Super speed. Makes your sprints super duper nuts bananas fast. Mostly for playtesting purposes. To save time running around. What is Gritty Mode? That's new game in Gritty Mode. I'm gonna test what Gritty Mode is. Augne! Gritty. Aber ich mag das Game. Es ist vielleicht ein bisschen zu spät. Sind wir jetzt sehr spät geworden. Ein bisschen zu spät, um mit den ernsten und wahrscheinlich auch sehr emotionalen Themen so. Oh, bruh. Einfach 8 Bits Aim and Break. Und Double Bass. Bro, what the fuck? Slap Bass? 8-Bit Slap Bass geht schon mal böse ab. Let's go. Okay, das ist der. Okay, ich komme nicht mehr ins Cheat-Menü rein von hier aus. Das ist der Gritty Modus wahrscheinlich. Wir hatten zu Beginn mal 10 HP maximal. Das war coole Zeiten. Naja, anyway. Cooles Game. Also, definitiv was komplett anderes. Geht schon stellenweise ein bisschen in Richtung Undertale. Also vom Kampfsystem speziell. Es ist sad Undertale irgendwie. Never Forgotten. A uniquely stylized survival horror game. Explore a dying world. Avert enemies, managing your resources and solving puzzles. Ja, es geht schon mehr darum, Feinden auszuweichen, ne? Ich bin bei so Sachen immer sehr Rollenspiel denktastisch unterwegs, das ist ein Wort bestimmt, und habe mehr das Interesse, so viel wie möglich Feinde zu killen, um dann zu leveln. Aber ich glaube, so geht das Game nicht. Das behaupte ich jetzt mal. Aber ganz cool. Ich baue das mal gerade in den Chat. Auf jeden Fall ein Game, was wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da schon viele Leute reingeguckt haben. Ist auch zumindest auf Steam so das erste Game des Entwicklers. Finde ich cool. I like. Und Demo jetzt schon 1,5 Stunden. Bruder.